Kragen richten. Ich bin in Milbertshofen. Ja, jetzt haben wir mal die andere Ecke. Da hat sich ein Pärchen beworben. Ob es daheim ist, schauen wir. Du bist die Rebecca und du bist der Timo. Darf man da noch eintreten? Ja? Ja, gut. Ihr seht so aus, als wärt ihr vollkommen vorbereitet für, genau, für die Wiesn. Das ist ein Wiesn-Outfit. Rein in die Klamotten, okay. Dann gibt es noch was zum Anziehen und was zum Essen, oder? Dann geht's los. Haben wir Hunger? Ja, auf jeden Fall. Na ja, gut, auf geht's. Grüß Gott. Ja, grüß dich. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, gell? Gestern hatte ich ja frei, heute bin ich wieder da. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Ja, ich mich auch. Und jetzt habe ich wieder ein schönes Pärchen dabei. Sehr schön, perfekt. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Ja, logisch. Ja. Noch zweimal, dann kommt der Weihnachtsmann. Morgen wieder. Achso, ganz schön behaart. Ja, aber wir sehen uns schon wieder. Natürlich. Gleich mit Musi, das ist gut. Grüß dich. Servus, Wirt. Hallo, Jerry. Servus. Jerry, schön, hast, dass du bist. Hast gleich ein bisschen Musik gemacht, oder? Hallo, grüß dich, der Josef. Grüß euch. Sehr gut. Seid ihr bei uns, oder? Ja. Für, na, geht du zu. Machen wir mal vorwärts. Seid ihr vegan oder vegetarisch unterwegs? Ja. Also, komm, also wir haben alles. Also in der Beziehung könnt ihr wirklich aussuchen und austoben, was wollt. Allerdings keine Nachspeise, weil es gibt die Nachspeise beim Freund, Otto, oder? Beim Otto, beim Bodus drüben. Okay. Obwohl ihr unsere Nachspeise vergessen. Ja. Ich hab dann satt geworden. Ja, es war richtig lecker. Danke. Dankeschön. Hungern haben wir müssen, wie jeden Tag. Ja. Ja. Nein, da passt eigentlich überhaupt nichts mehr rein. No. Aber wir gehen ja trotzdem zum Bodo. Ihr geht halt zum Bodo, gell? Und wenn ihr vielleicht beim Bodo seid, was ihr am liebsten ist, ist der Kirschwasserkrapfen. Aber sagt es keinen. Sagen wir nicht. Servus, danke. Ja, rein spaziert. Könnt ihr so einen Kirschwasserkrapfen, aber es gibt noch mehr, oder? Logischerweise gibt es einen Marmeladenkrapfen, aber was ich jetzt denen zwei empfehlen würde, wäre mal ein Blaubeerpfannkuchen. Den kann man nämlich wunderbar zu zweit schlecken. Das ist schon herzlich. Klingt gut, oder? Ist noch Platz da? Auf geht's. Zuschauen ist die schönste Zeit, gell? Ja, traumhaft. Kriegst du da eigentlich auch was ab oder isst du den ganz allein? Nee, eigentlich kriege ich nichts ab. Ab und zu mal eine Blaubeere vielleicht. Man muss dazu sagen, sie hat das Dirndl aber ganz eng gewählt. Das heißt, so viel passt jetzt gar nicht mehr rein. Ich glaube, da ein bisschen was bleibt für ihn. Muss ich doch noch was essen. So, das war die Zeit zu zweit für heute. Morgen gibt es eine neue Runde. Also, ja, frisch campet in der Früh, wenn der Postbote läutet. Gell? Und in die Unterhosen schnell verräumen. Dann sehen wir uns wieder. Servus.